Hey. Sehr schön jetzt, dass es wohl dreckig wird. Freut mich, Ardiana. Hoi, Ardiana. Hey Leute. Wie geht's? Let's meet with the Dönerbox. Yes, yes. Wir haben gedacht, heute mal ganz Realness. Ich habe mich extra nicht geschminkt, also beziehungsweise nicht nachgeschminkt, damit ihr gut aussehen. Sondern wirklich Realness mit Döner, mit dem Haarstyle, mit dem Gesicht. Meine ist so fett geworden. Ich so, mache extra, weißt du, weil ich kein grosses Ding hatte. Keine grosse Box. Mhm. Ich so, da einen Mann. Fast am Riss ist er. So, wie läuft deine Diät so? Gut. Sagte sie, während sie Döner isst. Nicht gut, hä? Ja, man isst einfach. Man isst eine Tuna-Soße rein. Jawohl. Schön. So aus wie eine Tätsche. Sorry Leute, aber ich schaff's eh nicht mehr abnehmen bis zum Sommer, Mann. Scheiß drauf. Was für ein Ding. Ja, also ich schaff's im Sommer. Am 29. Juni bin ich wieder gut drauf. 29. Juni? Muss auch Vollgas geben, dann einen Monat lang. Du bist der das Ganze organisiert immer. So. Du hast ja gesagt, in deiner Story gehen wir. Du hast vorher schon gesagt, ich hätte so Bock auf einen Döner. Ja, du kannst sagen, nein, Samuel, du bist fett. Nein. Wieso nicht? Einfach. Ich genieße es. Ich genieße es. Du musst auch den Vorschlag nicht bringen. Ja, was soll ich denn sagen? Salat? Ja. Mm. Dann ist es schon geil. Samuel, was geht? Was geht ab bei dir? Hey. Nicht im Fall, ich bin gerade meinen Döner am geniessen. Ja. Du schämst dich vor der Kamera? Nein, oder? Nein, ich mache noch auf, aber jetzt wird es ein bisschen zu laut. Oh. Nein, jetzt, das haben wir erwartet. Genau, das haben wir gewusst, dass das passiert. Und so, heutige Thema, wie isst man einen Döner? Mit einer Hand. Mit einem Hand. Was läuft so bei dir, Samuel? Wie geht es dir so? Wir haben schon lange keinen Podcast mehr drin, merke ich gerade. Ich glaube, 2 Wochen. Nein, ich glaube, voll länger. Oder 3 in dem Fall. Alle 2 Wochen ist es ja. Und in dem Fall 3. Im Fall gut. Seit ich habe ja mal eine Energietherapie gemacht. Und ich muss sagen, und sie war auch bei uns zu Hause, du weißt schon. Sie hat unsere Wohnung ein bisschen gereinigt. Glaubst du an so Sachen? Weil ich habe mich mega unwohl gefühlt da drin. Ja. Weil eben, also vorher habe ich nicht so drauf geglaubt, wenn ich ehrlich bin. Und seit ich es gemacht habe, fühle ich mich viel besser. Entweder fühle ich mich besser, weil ich daran glaube. Und weißt, mein Kopf hat sich so einprogrammiert, dass es dann quasi gewirkt hat. Oder es hat wirklich gewirkt, oder jemand hat mich auch verarscht. Aber ich fühle mich auf jeden Fall besser. Und das ist die Hauptsache, glauben oder nicht glauben. Das ist super. Das hat gewirkt. Nein, weil ich habe irgendwie das Gefühl, also wenn du daran glaubst, also wie die Kraft der Manifestation. Wenn du ja wirklich etwas willst, dann kommt es ja irgendwann mal. Mhm. Und das ist genau das Gleiche, du hast wollen, dass es dir wieder gut geht und jetzt war dort einer und ja. Nein, aber ich fühle es einfach schon, weil nur schon da rein, wenn ich da reinkomme, habe ich nicht mehr so das. Immer gerade, als ich die Tür aufgemacht habe, Leute, ist so etwas auf mich zugekommen, was mich gerade nicht gut getan hat. Gerade schlecht. Du, so du ja. Ich bin am Spucken dort. Und das habe ich einfach nicht mehr, Leute, seit sie da war. Ja. Krass. Aber ja. Schön, Samuel, schön. Das ist super. Ich muss sagen, der Döner ist nicht so fein. Wirklich? Ohne Scheiß. Leute, das ist der Mados-Döner von Oster. Steve Merson war ja dort. Was hat er für eine Nummer gegeben? Keine Ahnung, ich glaube es ist 10. Mm-mm. Aber ich habe es schon oft gehört. Es hat so ein bisschen süße Soße drin. Weil eigentlich unser Hauptdöner-Sponsor ist Tasty von Oster oder von Wetzig. Sponsor. Und das ist so fein, Mann. Ich liebe den Döner. Vielleicht würden wir ihn einfach zu viel gegessen haben. Das ist mega gut. Nein, den fühle ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Aber ich muss ja ehrlich sagen, ey, Tasty, also wenn ihr das gehört, kann man am Sonntag zumachen. Ja, Mann. Ich verstehe das nicht. Das ist wirklich ein Punkt Minus.
Ihr hättet 10 von 10, wir haben 9 von 10 jetzt. Mhm. Nur wegen dem. Jetzt müssen wir uns mit Mama das beschäftigen, oder? Nicht gut. Ja, ja. Nicht gut. Sehen wir gehen in die Ferien, Mann. Ja, Leute, okay. Wir gehen nächste Woche in die Ferien. Also, wenn ihr das seht, sind wir schon in der Ferien. Ah ja, voll. Und ich freue mich so sehr. Mann. Wir lassen es richtig gut gehen. Ich habe glaube ich, die letzte Ferien, die ich hatte, ist im... Fuck. Sommer. Ja, ich auch. Sind wir im Winter irgendwo weg? Doch, Dubai. Wir waren in Dubai. Ah ja, stimmt, Dubai. Wann war das? November? Nein, Oktober. Dezember. Dezember. Nein, Oktober. Mal. Anfangs Dezember. 100%. Wirklich? Ja. Januar, Februar, März, April, Mai. 5 Monate. Keine Ferien gemacht. Ist okay. Ja. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt auf Alachati. Alachati. Und heißt dort hat es so ein super geiles Hotels. Oh mein Gott, tschüss. Ja. Dort hat es ein super geiles Hotel, das super schön ist. Und ich freue mich wirklich dort einfach mal chillen, Mann. Ich auch zusammen. Und wir haben 2 Wochen Ferien. Nein, immer gesucht. Und ich habe es schon gesagt, Leute, die 2 Wochen sind dann aber wirklich fertig. Es wird kein Content gemacht, es wird kein Outfits eingepackt, wo ich mir irgendwie muss stressen muss. Nichts. Einfach nur den machen. La Bambele la, he? La Bambele. Das auch gehangen lassen. Sehr gut zusammen. Ich auch zusammen, ich freue mich mega. Und ich freue mich vor allem mit der Juna. Planche. Ja, weil jetzt ist sie ein bisschen grösser. Sie hat das Wasser richtig gern. Mann. Dort, wo wir waren, sind, ist sie ja erst 8 Monate gewesen oder so. Dort hat sie ja nicht mal richtig können sitzen. Weißt du noch? Ja, Mann. Oh, das war auch scheiße gewesen. Oh mein Gott. Ja, Mann, ich kann es kaum abwarten. Ich auch nicht. Und ja, Alachati. Ich war schon mal in Alachati gewesen. Ich nicht. Und dort bin ich aber der Partymaus gewesen, gell? Mhm. Boah, wie geil. Beachclubs dort hatte. Dort war es noch nicht so teuer. Es war gerade nach Corona. Sie waren einer der ersten, die glaub, gereist sind. Damals. Ich weiß genau noch. Nach uns war jeder in Chesme. Auf jeden Fall war es richtig schön. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, wie es ist, aber jetzt sind wir ja eh nur im Hotel. Ja, und die Preise haben sich auch voll verändert. Ich sage dir ganz ehrlich. Mega ja, schlimm. Für Alachati, für das Hotel. Alachati. Ist richtig teuer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist Biblos oder so heisst, oder? Hm. Jetzt haben wir für 7 Nächte. Oder wie viele Nächte? Ja, eigentlich für 7 Nächte war es ja 2000 irgendetwas. 2800. Nein. Nein, 4000? Ja, schon. Es ist 3400, sorry. 3400. Recht teuer für 7 Nächte. Für 2 Personen. Beziehungsweise 3. Und. Aber wir wollten ja noch ein Zimmer extra. Wollen. Ja. Das ist 4000 geworden, also 600 Stutz mehr. Ja, Leute, weil. Ich meine, wenn wir jetzt ein Kind haben und Juna schläft zum Beispiel am 7. Dann müssen wir im Hotelzimmer einfach im ruhig und stille am 7. Abend irgendwie im Bett sein. Ja. Weil Juna schläft nicht im Babywagen. Und wenn sie schlafen würde, wäre der Krenner der grösste Terrorist, der irgendwie sagt: Wie schläft sie jetzt im Babywagen? Was? Was? Ich komme nicht raus. Du willst ja, dass Juna im Babywagen einschläft für die Nacht? Ja, nein, das stimmt gar nicht. Doch. Hä? Du regst mich auf. Das stimmt gar nicht. Sicher. Sie soll doch im Babywagen schlafen. Für die Nacht. Ja, das wirst du zulassen. Sie einfach transportieren ins Bett. Ich komme nicht raus. Ja, dann brauchen wir ja das Zimmer gar nicht. Dann gehen wir mit ihr heim, wenn sie es. Nein, aber es geht ja darum, dass, wenn sie jetzt zum Beispiel um 3 pennt, zum Beispiel. Ja. Dann tust du sie aufs Bett. Oder? Ja. Ja, und dann musst du ja gleich. Oder sie pennt jetzt am Abend, du tust sie transportieren lassen. Aufs Bett hin tun. Dann willst du ein bisschen am Handy sein, vielleicht und so. Und dann kannst du ja nicht mal laut sein. Ja. Dann kannst du die Tür zumachen. Ja, es eben, geht ja, um das. Aber. Es ist ja auch darum gegangen, dass wir in Dubai zum Beispiel sind wir am 7. am Abend sind wir ins Zimmer, damit sie schlaft. Und dann sind wir einfach vom 7. Ja, aber das ist, weil sie nicht im Babywagen geschlafen hat. Ja, ey, Leute, merkt euch das. Ich schwöre, wenn du in der Ferien einmal sagst,
hure hart, wenn sie jetzt einfach ein Baby wollte schlafen. Du sagst das immer. So ein Quatsch mit Soße, mit der Soße, die süß ist da drin. Probier es jetzt. Ich habe es probiert, ich bin am Essen. Und findest du fein? Ja, ich finde es gut. Ich finde es okay. Natürlich nicht wieder tasty, aber. Ist gleich fein. Findest du? Ja. Ist okay. Du isst es jetzt nicht mehr, oder? Ja, super, oder? Und was freust du dich am meisten in der Ferien? Aus La Bambala? Auf Juna im Fall, ehrlich gesagt. Mit der Juna Zeit verbringen am Meer und so. Schon? Ja. Du? Aufs Essen. Du, eine Fett. Wir sind so fett zusammen. Du, Mann! Leute, man kann nicht... Der regt mich so auf, Leute. Leute, schaut. Am besten ist es doch, wenn man einfach... wenn man auch fett ist. Also, nein, wenn... Wir müssen das irgendwie zwingen, zusammen, dass wir einfach weitermachen. Ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die das Problem gerade haben. Ja, du bist das Problem. Du musst auf deiner Instagram-Seite sein, musst eine Community machen. Wirklich so eine Community. Irgendwie fit mit Ardi. Werde fit mit Ardi oder so. Ja, werde fit mit Ardi. Oder fett mit 2T. Und weißt du, dass man dann den Druck hat, dass die Leute nachher sich dort anmelden oder so und nicht sehen von dir, dann hast du ja den Druck. Das wäre doch etwas. Ja. Druckmittel. Das wäre etwas, ja. Ich esse einfach zu gern, Mann. Ich auch. Gern. Aber ich esse auch sehr gern gesund. Das ist ja gar nicht das Problem. Dich schiesse einfach an kochen, gell? Ja, die letzten paar Tage hat es mich irgendwie angeschissen. Ja. Ja. Ich habe schon lange nicht mehr gekocht, merke ich gerade. Eben, ja. Aber wir sind auch sehr unterwegs. Lang da, ja. Ja, ja, ja. Wir sind nicht auch da, meine ich. Jetsetter und so. Nein. Ich bin, glaube einmal... Pro Woche muss ich weg. Geschäftlich. Sorry, ja. Nein, nicht sorry, ja. Ich finde es schlimm. Wegen? Keine Ahnung, irgendwie so too much. Einmal in der Woche? Einmal im Monat, meine ich. Das ist nicht viel. Ja, mal irgendwie ist es schon stressig. Wohnung sauber lassen, dann den Kübel, dann Kühlschrank, Wäsche. Nachher kommst du heim, dein Koffer wieder, nachher dies, nachher Juna, nachher tausend Sachen. Ja, sag mal. Also, alles kannst du nicht haben. Ja, ich weiß es, aber weißt du. Ich finde es einmal im Monat nicht viel. Ja, wirklich, immer noch also, 29. Nein, es sind schon zweimal im Monat. Monat. Voll nicht, auch nicht. Doch. Der letzte Monat bist du auch nicht zweimal weg gewesen. Doch, bin ich in Paris gewesen. Ja, zwei Tage. Ja, aber gleich bin ich weg gewesen. Ja, aber einmal. Nein, dann bin ich nochmal irgendwo gsi. Wirklich? Im April bin ich in Jeddah gsi. Ah, ja, stimmt. Ja. Ja, und gut. Dann bin ich in Istanbul gsi vorher. Also und das ist jetzt wirklich nicht schlimm sein. Nächsten Monat bin ich noch in Köln. Schon? Oder Berlin, Köln oder Berlin. Wieso, was machst du dort? Ich habe Maybelline eingeladen. Mit Nicki Minaj. Mit... Ist das nicht... Mein Vorbild. Ist das nicht dein Vorbild, Samer? Leute, wo ich die Anfrage gesehen habe, ich mich so vergrüllt. Wisst ihr noch, wo ich Swiss Influencer Award gewonnen habe? Auf jeden Fall habe ich dann ein Interview gehabt. Die eine hat mich gefragt, wer ist dein Vorbild? Und ich bin so aufgeregt, weil irgendwie war das eine meiner ersten Interviews gewesen. Und ich habe dann einfach so eine vor mir gesehen, die dann Bilder machen war. Und sie hat so sehr viel... Blüstierli hatte, so ein riesen Outfit, so alles pink. Und dann habe ich sie so angeguckt, so, ja, mein Vorbild ist Nicki Minaj. Einfach Nicki Minaj. Und ich, weißt du, es gibt so viele Leute, einfach die irgendwie Realität werden. So, das ist mein Vorbild, Mann. Auf jeden Fall, wo ich die E-Mail gesehen habe, dass Maybelline mich eingeladen hat für das Konzert von Nicki Minaj und ich mich so vergrölt, Mann. Jetzt kaufen sie mir die Leute wirklich ab, dass ich... Aber ist Nicki Minaj steht, oder was? Ja. So ein Scheiß. Ich schwöre. Aber wie jetzt? Ich weiß nicht, was genau ist, aber auf jeden Fall ihr Konzert. Also du gehst an ihrem Konzert und nachher... Oder? Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen. Ich habe nur gesehen, dass es drei Tage geht und eins von diesen Tagen ist ihr Konzert.
Shit, no, triffst du sie. You, I love you. You are my idol. I say it in my interview in Swiss Influencer World that you are my idol. He's so, really? You're the first one. Hey, nein, das Lustige ist, das Interview ist nie ausgestrahlt worden. Da? Nein. Nicht? Nein. Doch, ich habe mein Gefühl gehabt, ich habe dort so viel Scheiß gelabert vor Aufregung, dass es einfach nicht glaube, nie ausgestrahlt wurde. Shit. Ja, wie dein Tiergeräusch ist ja auch nirgends gekommen. Doch. Schon? Doch, das ist gekommen. Das war aber auch peinlich gewesen. Ja, man, einfach etwas gemacht. Ja, auf jeden Fall, nächstes Jahr räumen wir den wieder ab. Aber mit dem Podcast Award. Meinst du, sind wir nominiert? Ja, ich glaube schon. Das Jahr haben wir es ja verpasst, leider, weil ja, kein Kommentar, Ilja, wenn du das siehst. Aber nächstes Jahr holen wir das, glaube ich. Das ist schon geil, Mann. Aber wir müssen ein bisschen aktiver sein und vor allem frage ich mich, würde ihr an einem Live-Podcast dabei sein? Das wäre eigentlich super cool, weil ich habe gesehen bei der Wemse, ich weiß nicht, ob sie kennt, Emma. Sie hat auch mal einen Live-Podcast gemacht und sie hat verdammt viele Leute gehabt. Und ich glaube, ihr würdet das so und so anfühlen. Meinst du? Ich glaube schon. Ich aber dann würden wir natürlich so ein bisschen strukturierter und mit so einem Thema kommen. Und nein, das ist eine Show, Mann. Das ist nicht nur... Also, was ich nicht meine, da musst du wirklich... Aber was? Was? In einer Show kann ich nicht reden. Doch. Wenn ich der andere schon sage, dass Nicki Minaj mein Vorbild ist, sage ich da irgendwann... Sagst du da Thomas Gottschalk? Ist doch auch kein Problem. Das Interpol. Nein, aber ich glaube, das wäre geil. Weißt, auch ein bisschen mit Show machen. Weißt, nicht nur reden, sondern ein bisschen den Podcast, ein bisschen Future. Aufpeppen. Ja. Mit anderen Sachen und ein bisschen Leute mit reinholen und das ist schon lustig. Ja. Ich habe voll Bock auf so Sachen. Ich auch. Ich bin voll so der Mensch für das, glaube ich. Also ich habe auch Bock, aber ich weiß, dass ich sehr aufgeregt sein will, weil ich bin, Leute, wenn ich früher, wo ich einen Vortrag hatte, habe ich kein Deutsch mehr können. Wirklich, Mann? Ich habe einfach kein Deutsch, wenn ich aufgeregt bin. Also ich habe sowieso kein Deutsch, aber das kommt dann noch dazu. Deutsch. Sag mal, schau, zwei Fragen. Nein, drei. Also du musst mir drei Antworten geben. Mhm. Sag mir deine drei Red Flags bei einer Frau. Ich erinnere mich nicht. Also er war ein Anwalt. Red Flag ist, was dich stört, oder? Ja, was dich abturnt. Oder was du nicht würdest daten. Boah, sag mal, das ist jetzt durch Ding gekommen. Ja, wenn sie so wie einen Aslak redet, wie die anderen. Moruk! Aber das ist, glaube ich, fake gewesen. Ich bin blutsjunge 18, Mann! Moruk! Die, und so eine würdest du nicht daten. Ja, also jetzt. Ding. At this point. Sagt sie auch. No front, at this point. Bring mir Putzmittel oder Stahl. Alles, was ich brauche, ist Cash und Cash. Moruk! alles, was sie braucht. Oh, jetzt bin ich voll in dem Film. Alles, was sie braucht, Putzmittel. Sie war mega hübsch im Gesicht. Wirklich, sie war auch hübsch. Aber wenn du so redest, dann versaust du halt. Ja, aber findest du nicht, dass ich auch ein bisschen Anschlag rede? Nein, ich finde nicht. Ich finde schon. Nein, das ist gar nicht Anschlag. Ja, ich rede jetzt nicht voll Anschlag. Ja, ein bisschen ein Asli da drin. Man merkt schon, dass ich ein Schiebi bin, Mann. Ja, Mann. das. Eigentlich, Samuel, ich sage dir ganz ehrlich, wenn eine Frau raucht, ich hasse das. Ja, aber mich liebst du trotzdem, Brudi. Ja, ich habe dich halt ich habe dich ohne Rauchen kennengelernt. Und jetzt rauchst du einfach hin und wieder mal. Wissen das deine Eltern? Darf ich das sagen? Ja. Und meine Mutter schaut dir noch unseren Podcast nicht an. Und drei hast du gesagt, hä? Und der nächste... ist, wenn sie zum Beispiel, ich weiß nicht, warum ich das gerade im Kopf habe, aber kennst du das, wenn du ein Pizza-Stückchen hast und du noch extra noch Ketchup drauf tust?
Das habe ich nicht gegeben, wenn ich habe mal eine Frau so gesehen und das war sehr grusig. Ja, aber wer tut schon nicht auf Pizza und Ketchup drauf? Es gibt Leute, die das machen. Wieso hat eine Pizza Ananas drauf? Ja, das ist etwas anderes, aber ja, Ketchup drauf ist etwas Hässliches. Ja, so Sachen, ja, das kommt mir jetzt gerade so spontan in den Sinn. Also eine Frau, die grusig isst, so... Ach, ich muss die Zunge bissen. Nein, ich meine nicht so grusig isst, schmatzt. Ich meine so grusige Ticks hat, wie zum Beispiel eben Mango Gonzal. Weißt du? Das ist sehr fein. Was ist bei dir eigentlich? Ich kann dir sagen, was ich aber fühle. Was? Wenn eine Frau Bier trinkt. Ja, das weiß ich. So eine Flasche Bier, wie die von Fast and Furious. La Familia, nachher sie dort, glub. Das finde ich noch cool. Spontan, sympathisch. Das hast du bei mir leider nicht. Egal, du rauchst. Also. Also meine Red Flags bei Männern sind, wenn sie so Tunnelblick haben. Ja, also beschreibst du gerade mich. Ich sehe es schon jetzt. Ich sehe überall mich. Ja, schauen. Sicher. Ich habe ja keine anderen Red Flags, ja, doch, also bei sicher. Dir nehmen. Du kennst ja Kolleginnen, die... Ja, eben auf jeden Fall. Das Männer, die Tunnelblick haben, Leute. Männer, die einfach nur Däg sind. Links und rechts, keine Optionen, keine Lösungen, nur das Ziel. Und wenn nur das Ziel ist und sie einfach keine andere Möglichkeit haben, als das zu sehen. Es kann aber auch sein, dass der Mann einfach strukturiert ist. Ja, ja, aber nicht erst. Also ein Mann, der einen Tunnelblick hat. Mhm. Abgehackt. Dann ein Mann, der Flipflop trägt. Ja, aber sehr. Größte Red Flag, was es gibt. Also Flipflop und Jeans, das ist für mich... Da brenne ich dich an, wenn ich dich sehe. Skandal. Wieso sehe ich meinen Lehrer vor mir? Und Männer, die voll besoffen sind. Ja. Wenn sie so richtig besoffen sind. Mhm. So, sich nicht mehr unter Kontrolle haben. Ja, voll. Das finde ich richtig unattraktiv. Das kann ich bei einer Frau auch zustimmen. Eine ja. Frau, die drauf ist. Ja, aber bei Frauen ist es nochmal ein bisschen anders. Männer finde ich so. Nein, die ist auch so grusig. Schmeckt sie nach Alk und so. Ja, aber bei den Frauen ist es noch herzig, wenn sie drauf sind. Aber bei den und sie Mann schauen immer, so. wieso sind Frauen immer so duselig, wenn sie drauf sind? So, sie schauen immer so rein. Ja, Mann auch. Nein. Mal. Frauen mehr, sagen wir. Sind wir so. Ja, auf jeden Fall, das sind so meine drei Red Flags. Das sind sehr gut gewesen, die Red Flags. Mega gut gewesen. 25 Minuten, 5 Minuten muss ich ab, 3 Minuten muss ich abziehen. Das auch wieder. Okay. Und was ist das Gegenteil? Sagt man attraktiv. Denn, was ist attraktiv bei dir? Zum Beispiel bei mir Bier trinken bei einer Frau? Attraktiv bei Männern finde ich, wenn sie kennenlernst und sie schon selber allein, also schon allein gewohnt wohnen oder gewohnt haben. Schon selbstständig und so? Ja. Okay. Also wenn sie nicht nur bei der Mutter gelebt haben, das finde ich unattraktiv. Darum das Positive. Ja, schon gut, ja. Ist, wenn sie, ist wenn ich einen kennenlerne und er lebt in einer eigenen Wohnung, dann ist er... Voll, ja. Das, darum sind wir ja zusammen. Ja, ja, schon. Das sind schon zwei Punkte, die du unattraktiv findest, wo ich schon gar nicht... Hey, ich rede ja einfach von allgemein. Es ist ja langweilig, wenn ich jetzt etwas von dir erwähne. Ja, nein, aber das passt ja nicht zu mir dann, in dem Fall. Du hast ja bis jetzt keinen Punkt gebracht, den ich nicht habe. Ja, dann haben wir ein Problem. Weiter, noch zwei Punkte. Vielleicht ja, du sagst auch wegen Bier, das trinke ich auch nicht. Ja, aber dann gibt es andere Sachen, die ich attraktiv finde. Mach weiter. Ja, attraktiv finde ich, wenn ein Mann selbstständig ist. Wie meinst du selbstständig? Wenn ein Mann... Geschäft meinst du, oder nicht? Ja, oder wenn ein Mann sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Schau jetzt, du einfach, wie ich das gemacht habe. Nein, bist ehrlich jetzt einmal. Ich sage ja, wenn er selbstständig ist, wenn er nicht angestellt ist, finde ich attraktiv. Okay. Raff? Nein. Ah. Also es geht nicht ums Geld, es geht um, dass du selbstständig bist. Du hast dein Beruf zum, dein Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. Dann, was ich noch attraktiv finde, ist ein Mann, der kochen kann. Finde ich attraktiv. Oder beziehungsweise ein Mann, der mit der Frau kocht. Das kannst du schon gut.
Arschgeweih. Was? Du? Bin ich? Eben das mit dem Bier. Du musst drei Sachen sagen, die du nicht an mir attraktiv findest. Allgemein attraktiv. Ja, ja, allgemein attraktiv, ja. Aber ist es einfach komisch, dass es nicht zu mir passt? Außer das Selbstständige, das du wahrscheinlich erfunden hast. Dass ich glücklich bin. Sorry. Ich lasse das drin, wenn du das weißt. Also Bier habe ich ja gesagt. Ja, fand ich nicht. Ja, stimmt, ja. Gib ich zu. Ich finde, wenn eine Frau weiblich rumläuft, weißt du, so elegant, finde ich ihr recht schön. Ja, mache ich auch nicht. Ja, ich sage jetzt Sachen, die du nicht hast. Also weißt du, dass wir jetzt. Ich kann Sachen sagen, die du auch hast. Ja, eben, ich auch. Aber jetzt stellst du mich so dran, als würde ich dich nicht da. Als würde ich dich ein scheiß Licht stellen. Ja, sag mal, es ist auch noch ein bisschen Show, Mann. Nein. Sicher. Ja, ich weiß ja, sonst ja, wärst du ja gar nicht mit mir zusammen. Ja, aber die Leute nehmen das so auf. Ja, ja, dann sind die Leute dumm. Also, elegant, Bier. Und du läufst elegant um. Was läuft mit dir? Nein. Sicher, Mann. So. Ja, aber so fühle ich zum Beispiel auch. Ja, und? Elegant ist wenig. Elegant legt sich wenig an. Nein, mit elegant meine ich wirklich übertrieben. So richtig übertrieben. So büro-elegant. Nein, so. So richtig so. Kennst du die Luxus? Ja, Old Money, meinst du? Ja, Old Money, genau. Ja, ja, ja. So etwas würde ich voll fühlen. Also, welche Frau mit Geld? Nein, ich muss Geld haben, dass die Frau so rumläuft. Ja. Und was ich auch mega fühle, ist, du hast es vorher schon gesagt, ich weiß nicht, ob es, aber wenn eine Frau auch selbstständig ist, so eine Businesswoman, fühle ich. Finde ich cool. Mm. Mega cool. Ja. Hast du auch drei Fakten nicht erzählt, wo ich bin? Wo du bist? Das soll ich erzählen? Nein. Es sind andere Sachen, die ich jetzt nicht erzählen kann. Schon ja, voll. Das sind eigentlich das. Spannend, Leute, bitte fragt euch das mal, euer Mann. Oder wenn du ein Mann bist, deine Frau. Weil wir haben das Spiel ja schon mal gemacht. Weißt du, in Albanien. Wir sind in Albanien und haben das Spiel gemacht. Und es war irgendwie so spannend, weil wir sind seit 10 Jahren zusammen. Und irgendwie, klar, ändert sich ja deine Meinung oder deine Attraktivität von anderen Leuten. Und es war wirklich lustig, als wir das gemacht haben. Verdammt lustig. Also so spannend, weil wir haben es mit mega vielen Kollegen gemacht. Und jeder hat so etwas sagen und es ist wirklich so ein halbes Spiel geworden. Ja. Also falls ihr das seht, macht das unbedingt. Aber nicht streiten, gell? Weil es hat auch ein paar Streitereien gegeben nachher. Mhm. Ja, ja. Also nicht zwischen uns. Ja. Zwischen den anderen. Nein, sag mal, ich habe sehr viel, ich habe eine ganze Liste von dir. Ich auch, sag mal. Aber ja, ich weiss. Aber es wäre ja langweilig, wenn wir jetzt über uns reden. Ja, ist ja gut. Ja. Wir können ja nächstes Mal über uns reden. Ist ja gut. Nein, easy. Also, ich glaube, so ein Smalltalk war gut für den Wiedereinstieg. Wir müssen nochmal aktiver werden, sagen wir. Ja. Wie du merkst, wir sind langsam so aus der Puste. Weißt du, so, als wäre es der erste Podcast gewesen gerade. Nicht gut. Ja, ich bin aber auch huere müde, Leute. Irgendwie bin ich gerade nicht so motiviert gewesen, aber... Ist okay, sagen wir. Ich finde es auch chillig. Weißt du, man kann sich auch einfach unterhalten, oder? Ja, voll chillig. Wie meine Mutter. Easy. Sagen wir, danke vielmals. Tschö. Und ja. Love you guys. Bis zum nächsten Mal.